Wir haben Angst, ja? Weil der hat keine Angst vor uns. Der stand einfach 2 Meter vor und der guckt. Und man weiß nicht, weil das ist ein wildes Tier, ja? Er springt da drüben immer über die Autobahn. Das ist natürlich gefährlich für den Autofahrer oder Motorradfahrer. Also leider, wir sind ein bisschen traurig, weil Schauke ist kaputt gegangen. Ja. Ein Kunststoffbrett ist total gerissen, ja? Der hat die ganze Nacht damit gespielt. Also es ist eigentlich blödsinnig zu sagen, sobald etwas passiert ist, kann das Tier geschossen werden, aber präventiv darf nicht gehandelt werden. Da. Ja, ja. Nicht ungefährlich für die Autofahrer. Das ja, aber jetzt ist kaputt. Das ist auch kaputt. Der Mario hat noch nicht, weiß ja nicht, was er kommt. Der hat ja dreimal auf das. Das ist Absperrband, hat das jetzt. Das ist ja Mikrofon, oder? Thank you.
Nur wir haben gesehen, dass das hier hinten rumgesprungen ist, weil wir ja drüben wohnen. Und dann bin ich hier gucken gegangen und dann haben wir diesen Schaden hier festgestellt. Dass er die Plane kaputt gemacht hat und hier den Pfosten, hier das war auch mal zu. Das hat er alles mit seinen Hörnern bearbeitet. Ja, hier den ganzen Stamm. Alles mit den Hörnern. Er wollte wohl wieder boxen, wie er das so oft macht. Vom Zaun? Nein, dieses Absperrband nutzt nichts. Vom Zaun halten wir auch nicht so viel, weil wir mit der Ache gesprochen haben. Das würde nur die Situation verändern. Er würde hier nicht mehr zu uns laufen. Er würde weiter raufgehen und sich da dann in den Gärten vergnügen. Also der Zaun bringt nichts. Gut, auch nur hier im Garten? Nein. Der ist hier auf der Autobahn, hier unten. Hier in diesem Dreieck springt er auch rum. Und er springt da drüben immer über der Autobahn. Das ist natürlich gefährlich für den Autofahrer oder Motorradfahrer. Da könnte ja mal auch vor seinem Auto laufen. Oder noch schlechter wäre für ein Motorrad. Das kann sich ja schlechter werden. Und das macht er ja häufiger am Tag. Bis jetzt ist noch nichts passiert, aber was nicht ist, kann noch kommen. Schaut, der hat sich ja da an den Äpfeln gütig getan. Wir haben ja da Äpfel- und Birnenbäume. Und dadurch ist er wohl hierher gekommen. Und hat er sich auch ruhig verhalten noch. Und tauchte nur morgens oder mal abends auf zu Fressenzeiten. Und dann war das alles in Ordnung. Und das hat sich dann das Fressverhalten verändert, war ja nichts mehr da. Und dann ist er hier bei uns im Garten gekommen und hat hier die Sträucher angefressen, umgeknickt und mit den Hörnern alles bearbeitet. Und die Arche hat eine Möglichkeit gefunden, das Mufflon hier wegzubringen. Aber das scheitert noch an Genehmigungen der Stadt. Das ist Behördenunsinn, weil das Mufflon tritt hier einzeln auf. Es wird hier in der ganzen Gegend kein einzelnes Mufflon mehr geben. Auch nicht das, was hier über der Autobahn läuft. Und deshalb wäre es schön, wenn wir es wegbringen könnten und nicht erschossen werden muss. Ist Unsinn, das ist Unsinn, dass das Mufflon erschossen werden muss. Und es darf nicht ausgewildert werden. Das verstehen wir nicht. Ist es ihm auch natürlich nahe gekommen? Noch nicht, aber die Arche, die da Erfahrung mit hat, sagt, das Mufflon würde sich heimisch fühlen und uns als seine Brüder anerkennen. Und die Mufflon begrüßen sich mit einem Kopfstoß. Und das könnte auf uns zukommen. Das Mufflon hat hier einen Platz gefunden bei unserem Schraubstock und klopft die Hörner immer davor und stößt sie ab. Es war schon mal einmal so, dass es fast die ganze Nacht geklopft hat. Da haben natürlich die Anwohner, die haben sich natürlich da nicht drüber gefreut. Letzte Frage, was sagen Sie dazu? Wir haben das Tier nicht angelockt. Das Tier ist hierher gekommen, weil es unsere Obstbestände gefunden hat. Und die Früchte lagen ja alle auf dem Fußboden. Und dann hat sich das Mufflon daran satt gefressen und wir haben gesagt, gut, was auf dem Boden ist, kann er ja auffressen. Sollen wir ihn jetzt wegjagen. Angst? Also leider, wir sind ein bisschen traurig, weil Schauke ist kaputt gegangen, ja total. Kaputt gegangen, was? Also total gerissen, so ein Kunststoffbrett ist total gerissen, ja. Der hat ganze Nacht damit gespielt. War dunkel und keiner hat sich getraut, einfach runterzugehen und das ab. Wir kommen natürlich, wenn schönes Wetter, wir kommen ins Garten, ja, weil sie will auch hier ein bisschen rutschen, aber wenn wir ihn sehen, so wirklich, wir haben Angst, ja, weil der hat keine Angst vor uns. Der stand einfach 2 Meter vor und der guckt und man weiß nicht, weil das ist ein wildes Tier, ja, wie der sich benimmt, ja. Ob
Kofferraum mit den Hörnern. Du bist richtig nah ans Gesicht.